Hallo und herzlich willkommen hier wieder zu einem neuen Kartentrick von mir. Heute wieder mit einem etwas schwierigeren, auszuführenden Kartentrick, der wirklich eine sensationelle Wirkung auf euch hat. Dieser nennt sich der wandelnde Joker, wenn das interessiert. Und ich möchte euch jetzt einfach mal den Trick vorführen und dann geht's weiter zur Auflösung. Ja, ich habe hier einen einfachen Joker. Also jetzt fange ich einfach mal mit dem Trick an und dann kommt die Auflösung. Ich habe hier einfach einen Joker, der liegt auf einem einfachen Stapel mit Karten. Da hier unten drunter ist auch kein weiterer Joker oder irgendwie sowas. Und ich habe das alles mit einem Gummiband befestigt. Ja, damit es einfach nicht auseinanderfällt. Der Joker ist ein ganz netter, weil der ist einfach ein interessantes Karten. Eine interessante Karte, die wirklich viel in sich hat. Nehmen wir den jetzt einfach mal einzeln raus. Und ich nehme jetzt hier wirklich die unterste Karte. Seht ihr ja alle, das muss unser Joker sein. Ja, hier, unser Joker nehme ich jetzt. So, ich schnips einmal und drehe den jetzt mal um. Und ich glaube, unser Joker hat irgendwas hier auf die Rückseite geschrieben. Ja, auf die Seite hier. Aber wie das geht, das ist schon eine interessante Karte. Ja, unser Joker und hier das Kartenspiel mit dem Gummiband befestigt. Naja, jetzt fragt ihr euch sicherlich, wie dieser Kartentrick funktioniert und das möchte ich euch jetzt natürlich auch euch zeigen. Was wir dazu brauchen, ist ganz einfach ein einfaches Kartenspiel, zwei Joker, den man zerschneiden kann und ein Gummiband. Ja, fangen wir einfach mal an. Wir nehmen den Joker, schneiden ihn genau in der Mitte durch. Etwas weiter oben vielleicht noch, so also ein bisschen weiter oben. Ja, ist nicht genau in der Mitte, sondern etwas weiter oben. Und nehmen die untere oder obere Hälfte. Dann schreiben wir auf die Unterseite zum Beispiel jetzt hier ein Wort. Zum Beispiel Joker oder Haha habe ich jetzt gerade mit einem schönen dicken Stift, mit einem Edding oder so. Und suchen uns dazu die gehörige halbe Seite heraus und legen diese drüber. Jetzt sieht man wenigstens nicht mehr die Schrift, aber hier die Schneidekante sieht man noch gut. Dafür haben wir den Gummi. Also wir legen unseren Joker hier auf unser Kartenspiel und befestigen dann um diesen Schnittpunkt und um das ganze Kartenspiel diesen Gummi. Also erstmal um das Kartenspiel und dann kann man die Karte hier unten so gut wie möglich zurechtrutschen. Deswegen habe ich auch gemeint, dass man ein bisschen höher nehmen soll, dass man das besser anpassen kann, weil sonst, wenn man hier so ein kleines Ding hier unten hat, klappt es nicht so gut. Also, jetzt denkt man eigentlich, wenn man von nicht zu nah guckt, dass die Karten eigentlich, das ist eine ganz normale Karte. Sie seht ja hier auch nur eine ganz normale Karte. Wenn man ein bisschen näher dran guckt oder von oben, dann könnte man es vielleicht ein bisschen sehen, aber ich denke, ihr habt einen guten Abstand zu euren Zuschauern und die Zuschauer werden es auch nicht bemerken. Natürlich sollte man dann auch darauf achten, dass die Karten schön angepasst sind, dass es auch wie eine Karte aussieht und nicht zu weit oben und nicht zu weit unten hängt. Weil wenn es hier so weit oben hängt, ist es auch nicht gut. Oder wenn es zu weit unten hängt, ist es hier doppelt. Also, ja, so hält man das dann. Und dann erzählt man ein bisschen über den Joker, über das Spiel, dass hinter dem Joker keine weitere Karte ist. Ja, nur hier eine. Und ja, und dann geht's eigentlich ans Eingemachte. Man dreht den ganzen Joker um und jetzt sieht, oder ganzen Stapel meine ich, jetzt komme ich schon ganz durcheinander und zieht dann die unterste Karte, nämlich den Joker hervor. Die kann man ja hier nicht hier hervorziehen, da ja das hier unten drunter ist und dann bleibt hier automatisch die unterste Karte der Joker. Das ist ja eine halbe Seite. Also ziehen wir den heraus. Man kann auch noch mal gerne zeigen, dass das wirklich hier die unterste Karte ist. Sollte man aber schnell machen, da wenn man das schon ein bisschen rausgezogen hat, sieht man hier schon, dass die Karte sich etwas verdoppelt hat, sozusagen. Ja, jetzt fällt die auch ab. Das ist auch ein Grund, warum man den Gummi oder umso weniger hier rumfummeln sollte, weil sonst fällt der Trick einfach auf. So. Dann wird das also umgedreht, die letzte Karte wird hier nochmal so gezeigt und dann wird sie hervorgezogen. Dann wird der Stapel ganz schnell hingelegt und am besten, wenn ihr noch gut seid, das habe ich nämlich auch gemacht, zieht ihr noch mit einer Palmage, hier zeige ich euch noch, wie das geht, das Kartenteil runter und lasst es schnell in eurer Tasche oder unten irgendwo verschwinden, hinterm Zaubertisch oder so. Dann könnt ihr erstmal hier oder ja und könnt euren Joker zeigen, der beschriftet ist. Dann könnt ihr auch noch einen Stapel durchs Publikum reichen, dass da auch nicht mehr drin sind. Aber wenn ihr jetzt mit dieser Palmage
Wenn ihr den Trick zum ersten Mal macht oder auch insgesamt Anfänger seid, würde ich das noch nicht machen, da der Trick auch sowieso gut ist. Ihr könnt ja auch ganz am Ende irgendwie den Stapel irgendwie dann nochmal runter, aus Versehen runterfallen lassen, sozusagen, wenn er hinterm Zaubertisch zaubert und dann zieht er einfach die letzte Karte hier ab. Das war's jetzt eigentlich schon wieder von mir, von diesem Kartentrick, und ich hoffe, euch hat's gefallen, denn für diesen Kartentrick am besten in kleiner Runde auf, wo man gemütlich da sitzt und nehmt ein bisschen Abstand zu euren Zuschauern, da kann eigentlich nichts schief gehen. Und erzählt natürlich auch über den Joker etwas. Also, wenn ihr zum Beispiel sagt, dieser Joker ist wirklich so ein netter Typ, er kann sogar schreiben, oder seht ihr das nicht? Er kann schreiben oder sowas. Das bleibt euch überlassen. Wen es noch interessiert oder nochmal googeln möchte nach dem Trick, dieser Trick heißt der schreibende Joker. Kartentrick, ganz verblüffender Kartentrick, der eigentlich recht leicht funktioniert. Also, bis zum nächsten Video und zaubert schön.